Hallo und willkommen bei TI-Core. Als erstes möchte ich mich bei Termitech bedanken. Die haben mir zwei Sachen zukommen lassen und ich wollte jetzt ein neues Unboxing-Video machen. Als erstes würde ich sagen, fangen wir an mit dem Contec 39. Und das ist ein CPU-Kühler von Termitech. Ich würde sagen, wir fangen an, direkt das Ding auszupacken. Ein paar Daten werde ich dann noch dazu sagen und später kommt dann nochmal ein Unboxing mit dem Water 2 Performer. Schauen wir uns aber nachher an. Erstmal geht es hier um den Contec 39 und ich würde sagen, wir fangen mal an. Mit der Verpackung, also Termitech selber gibt an, die haben Support bis zu 180 Watt. Und wir sehen schon auf der Verpackung, sieht eigentlich sehr schön aus. Wir haben auf den Lüftern auch blaue LEDs. Ja, dann würde ich sagen, hier auf dieser Seite schauen wir mal, da sind so ein paar Sachen angezeigt. Unter anderem, was halt hier die neuen Halterungen angeht oder ich sag mal hier diese ganzen Sachen, die dabei sind für die ganzen verschiedenen Sockel. Weil ihr habt bei diesem Lüfter wirklich für jeden Sockel eigentlich irgendwas Passendes dabei, sei es ein Sockel 1155, sei es der Sockel 1156, der 775er Sockel oder auch AMD. Sämtliche Sockel werden hier unterstützt. Wir haben unter anderem zum Beispiel den FM1, wir haben den AM3+, wir haben den AM3, wir haben den AM2+ und den AM2. Und sehr geil auch, wir haben für den Sockel 2011 für Intel haben wir auch Support hierbei. Alle Sachen hier drin. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich fange an, das zu öffnen. Und als erstes sehen wir hier oben, kommt uns ein Päckchen entgegen. Ich denke, das packen wir direkt mal eben aus. Schauen wir mal rein. Ah, da haben wir auch direkt Wärmeleitpaste. Wir haben sämtliche Schrauben dabei. Hier haben wir nochmal die Halterung hinten. Hier verschiedene Halterungen für die ganzen Sockel. Ja, ich würde sagen, vom Umfang her ist das schon sehr umfangreich. Wir haben wirklich sehr viel an Auswahl. Wie das Ganze hinterher zusammengebaut wird und so, werde ich euch dann später in dem schriftlichen Review zeigen. Hier geht es jetzt erstmal hauptsächlich um das Unboxing. Also holen wir mal den Lüfter raus. Warum? Moment, ich sehe gerade, hier haben wir direkt schon einmal Garantie. Da können wir ja mal kurz einen Blick drauf werfen. Und oh, der ist sehr sicher verpackt, wie ich sehe. Wir haben hier richtig schönen Styropor auch nochmal drum. Hier haben wir nochmal diese zwei Anleitungen. Aha, also so wie ich sehe, das hier wäre für AMD zum Beispiel, da sind die ganzen Sachen drauf. Hier hätten wir Intel, also wie gesagt, es sind sehr viele Sockel, die hier unterstützt werden. Und da, wie gesagt, mache ich hinterher mein Bild, seht ihr dann im schriftlichen Review. Ich werde das später hier im Video unten in der Videobeschreibung verlinken. Was ich auch verlinken werde, ist auch direkt nochmal zu dem Produkt von Termitech. Und gut, ich würde sagen, haben wir denn, ach, hier ist noch was. Ist sehr sicher eingepackt, also hier unten steckt da eigentlich auch nochmal einer drauf. Ja, kurz gezeigt, da, also wenn das nicht sicher eingepackt ist, dann weiß ich auch nicht. Holen wir das gute Stück mal raus. So. Was ich jetzt direkt schon hier so ein bisschen sehe, ist diese neue Art der Halterung. Ich weiß nicht, es ist ein Gummi, würde ich sagen. Und laut der Beschreibung, wir können ja mal ganz, ich gucke mal ganz schnell rein, was man hier machen soll zur Inventare. Also hier wird angegeben. Ja. Laut dem Bild sollen wir die eigentlich nur auseinanderziehen. Wenn wir mal kurz gucken, hier auf diesem Bild sehen wir, das soll dann einfach auseinandergezogen werden. Ich mache das jetzt mal, ich bin mal mutig. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Also mir ist es echt sehr unsicher. Aber es funktioniert, tatsächlich. Wenn man hier ein wenig drückt, kann man das Ganze abziehen. Tada, hätten wir den ersten schon mal runter. Das ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Art der Befestigung. Hier ist alles live und uncut. Also wie ihr seht, das ist von der Halterung her, weiß ich nicht, echt sehr gewöhnungsbedürftig. Ich sage mal, wenn ich das Ding jetzt hier draußen habe, finde ich das jetzt nicht so tragisch. Ich kann ein bisschen mit dem Fingernagel hier rumpopeln. Aber wenn ich das montiert habe, also ich weiß nicht. Ich lasse das jetzt erstmal hier, ich schaue mir das später nochmal an. Wir haben auf jeden Fall einen, beziehungsweise zwei PWM-Lüfter, 2x120 mm. Die machen zwischen 800 und bis zu 2000 Umdrehungen pro Minute. Wir haben Aluminiumfin, sehr schön, sehr viele. Hier oben auch das Termitech-Logo auch mit drauf. Dann haben wir hier unten die drei Heatpipes. Die sind jeweils 8 mm dick und wie wir hier auch sehen, haben wir direkten Kontakt zur CPU, was nochmal für eine bessere Kühlung sorgen kann.
beziehungsweise eine bessere Wärmeübertragung. Ja, und hier haben wir auch diesen schönen Boden. Ich denke, im Großen und Ganzen war es das vom Unboxing her. Es war jetzt nicht so viel. Wie ich sehe, haben wir hier sogar ein Y-Kabel mit direkt dabei. Kann ich auch mal eben abmachen. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und ja, ich würde sagen, vom Unboxing her wäre es das erstmal. Ich werde, wie gesagt, das schriftliche Review auch später. Ich denke mal, es wird in nächster Woche, denke ich mal, werde ich das online stellen. Werdet ihr meinen Blog finden. Alles unten in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir gleich mit dem nächsten Video an. Da geht es dann um die Water 2.0. Also bis später. Ciao.